Fertig mit der Sekundarstufe 1. Wie geht es jetzt weiter? Vielleicht eine Ausbildung oder den nächsthöheren Schulabschluss machen? Aber wo? Genau diese Fragen stellen sich Lisa, Abdel und Martin gerade. Lisa und Abdel haben die Fachoberschulreife und Martin hat seinen Hauptschulabschluss erworben. Wie geht es für die drei weiter? Ganz einfach, am Berufskolleg. Dort bekommen sie berufliche Qualifikationen und können weitere Schulabschlüsse erwerben. Berufskolleg ist also nicht nur Berufsschule und Ausbildungsbetrieb, sondern auch weiter Schule in Vollzeit. Zum Beispiel bis zum Abitur, vielleicht sogar gleich mit Berufsabschluss. In jedem Bildungsgang wählt der Schüler aus verschiedenen Fachbereichen, wie zum Beispiel Technik, Wirtschaft und Verwaltung oder dem sozialen Bereich. Lisa will später auf jeden Fall etwas Technisches studieren. Deswegen will sie am Berufskolleg die allgemeine Hochschulreife erwerben, und zwar im Bereich Technik. Das bedeutet, sie geht weiterhin jeden Tag zur Schule und erwirbt gleichzeitig berufliche Qualifikationen, die später für ihr Studium im technischen Bereich nützlich sind. Abdel hat einen Ausbildungsplatz als Kfz-Mechatroniker, geht jetzt immer zweimal pro Woche zur Berufsschule und sonst in seinen Ausbildungsbetrieb. Nach 3,5 Jahren will er die bestandene Abschlussprüfung und die Fachhochschulreife in der Tasche haben. Martins Bildungsgang führt ihn jeden Tag in die Schule bis zur Fachoberschulreife und zum Berufsabschluss als Kinderpfleger. Im Anschluss will er zur Fachschule gehen und sich zum Erzieher ausbilden. Auch er überlegt noch, ob er den Erzieher dann mit der Fachhochschulreife kombiniert. Lisas, Abdels und Martins Pläne zeigen, wie unterschiedlich die Bildungsgänge am Berufskolleg sind. Ganz egal, welcher Abschluss es sein soll. Hauptschulabschluss, Fachoberschulreife, Fachhochschulreife, allgemeine Hochschulreife, Berufsabschluss. Verschiedene Abschlüsse nacheinander oder zusammen. Das ist nämlich das Besondere am Berufskolleg. Der Einstieg in Beruf, Studium oder andere Qualifizierungen gelingt ganz einfach. Ob mit oder ohne Schulabschluss oder mit Berufserfahrung. Die vielen verschiedenen Bildungsgänge bieten jedem die passende Entwicklungsmöglichkeit. Unentschlossenen helfen die Berufskollegs gerne in einem Beratungsgespräch weiter. Lisa, Abdel und Martin haben jetzt auf jeden Fall einen konkreten Plan und freuen sich schon auf ihren ersten Schultag.